Ich sehe das Problem nicht. Ich weiß, meine Aufnahme läuft. Ja, meine auch schon längst. Ach so, ja gut, dann raus aus den Federn, beziehungsweise sind wir ja schon, und rein ins Vergnügen. Ach, das ist die Hauptquest. Ja. Nee, da wollen wir nicht hin. Nee, das ist, okay, nee, ich wollte gerade sagen. Das, nö, nee, das. Gut, ja. Machen wir nicht. Weil wir haben viel zu tun heute. So sieht's aus. Heute ist ein schöner Tag zum Zombie-Schnetzeln. Durchaus. Das heißt, es beim Mission ist. Was? Ja, das heißt, es bei der Mission ist. Lol, hast du das... Hä? Was denn? Ich sehe gar nicht, wo die Mission ist. Hast du das jetzt als Veteran gemacht oder was? Nö. Ich höre. Aiden hier. Ich sehe die Mission bei mir oben nicht. Also das Ziel, den Zielpunkt nicht. Vielleicht Richtung Süden. Hinweis auf Lukas. Südwesten. Ich brauche mehr als Hinweise, Aiden. Ja, aber da ist nichts markiert bei mir. Geht klar. Ach so. Nicht markiert, rennt aber mal vorbei. Ja, deswegen weiß ich nicht, wo das ist. Also 37 Meter noch entfernt. Ah, jetzt zeigt es mir das an. Ja. Da renne ich die ganze Zeit schon hin, da. Ach was. Ja, erster. Toll, danke. Easy. Hast du nur so gesagt. Hallo? Ist da jemand? Damien schickt mich. Hallo? Was willst du? Damien schickt mich. Er meint, ihr habt einen Job für mich. Falsche Adresse, Kumpel. Ich habe eben mit ihm gesprochen. Damien, er schickt mich. Bist du allein? Nein. Nein, ich habe Dave mit ihm gepackt, aber er ist unter meinem Mantel versteckt. Ja, ich bin allein. Besser so. Deswegen müffelt das auch so. Jetzt komm rein und geh nach unten. Wir erklären dir alles. Seine Nase in meiner Achselhöhle. Was macht die denn da? Das musst du dich doch fragen. Ja, das habe ich mir auch gerade gefragt. Das ist das Problem. Warum ist ja alles so dunkel? Lass die Laschenlampe? Was? Taschenlampe an. Ja. Schau doch mal an, den Hobel. Hobel. Oh, da kommen wir nicht rein. Schade. Ach Mensch. Oh, lol. Nicht mal looten, darf man. Nee, ich bin du nicht. Damien schickt mich. Irgendwas mit deinem Job. Ach ja. Also, du bist neu hier? Hat mich Damien auch gefragt. Was macht das für einen Unterschied? Der Boss hat dir eine Frage gestellt. Mein Gott. Ich versuche immer noch herauszufinden, warum ich hier bin. Du redest hier um den heißen Brei rum. Okay, dann lass uns über den Job reden. Dazu ist es am besten, wenn du im Bazaar nicht allzu bekannt bist. Tja, ich würde nicht sagen, dass ich dort allzu bekannt bin. Das ist gut, sehr gut. Scheint, wir haben unseren verlorenen Sohn gefunden. Was redest du da? Was willst du von mir? Oh. Kurz gesagt, unser Auftraggeber will dich ums Verrecken treffen. Bloß wird er wohl kaum der sein, der verreckt. Bin rein, Jungs. Okay. Ach so. Kampf. Gut. Okay. Meine Axt glitzert. Ach so, die ist, ja, ich verstehe schon. Die ist, aufgeladen. Alter, was ist... Boah. Was ist denn mit dem passiert? Ja, der ist geteilter Meinung, würde ich sagen. Ja, aber wirklich, der ist zusammengefallen wie die Kartenhaus, ey. Was ist denn mit dem passiert, ey? Tja, leg dich nicht mit uns an, du. Ja, nee. Besser nicht. Ja, da wurden wir so ein bisschen verarscht jetzt gerade hier. Ein bisschen, ja. Damien, weißt du.
Hier glitzert sehr viel Zeug, sehe ich gerade. Viele Wurfmesser. Sehr viele Wurfmesser. Was haben wir hier? Oh. Alter Finne. Das ist so einiges hier. Ja, und eben. Da noch? Wurfmesser auch wieder, eine Buddel. Hey. Frech. Noch irgendwas? Oh ja, hier doch. Noch einiges. Ah. Auf der Bums. Alter, wie viel kann man denn hier... Naja. Also wir müssen auch durchsuchen. Ja, gut. Hier ist auch noch was drin. Oh, sieh. California Love. Damn, 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 damn. Kommst du jetzt da drauf? Ich weiß auch nicht, weil ich, was habe ich eben gesagt? California. Als ich hier reinkam, was habe ich denn gesagt? Sie. So Spanisch, Ausrufing. Oh, ja. Ach und so. OC, es gibt eine Serie, die heißt OC California. Ach so, oh Gott. Deswegen kam ich auf, es ist weit hergeholt. Gott. Sehr weit hergeholt. Ja, aber wirklich weit. Macht er auf da? Ja. Ja. Macht er auf da. Mal gucken, welchen Winkel das Ding haben will hier. Aha. Oh nein. Kaputt gegangen. Toll. Nice, also das lohnt sich ja hier. Das lohnt sich auf jeden Fall. Tja. Oh, wir können hier schlagen, aber wir, also... Ich glaube, das sind einfach nur Zivilisten normale. Meinst du? Ja, okay. Ja, also... Da gab es jetzt nicht viel zu holen. Aiden, du bist... Wie noch bist am du? Leben? Du Arschloch. Du wolltest mich loswerden. Was? Nein, ich schwöre es. Ich würde niemals... Ich habe nur als Späher fungiert. Das ist mein Job. Exitus. Bis Späher. Vielleicht weiß Karl ja etwas. Nein, warte. Tu das nicht. Sieh mal... Sie haben mir nur aufgetragen, Ihnen jemand Neues zu schicken. Sie haben mir nicht gesagt, warum. Ich kann nicht anders. Ich muss tun, was Sie sagen. Haben die irgendwas mit Lukas Tod zu tun? Was? Nein, ich meine... Oh Gott, ich hoffe nicht. Das wäre schrecklich. Ich weiß nichts, ich schwör's. Du hast also außer mir noch andere geschickt. Und sie wurden alle umgelegt. Was hast du getan, Damien? Ich hatte keine Ahnung. Zuerst... Und als ich es rausgefunden hatte, konnte ich nichts dagegen tun. Ehrlich. Wie viele, Damien? Wie viele Leute hast du in den Tod geschickt? Hör auf, Aiden, hör auf. Es tut mir leid. Ich musste es tun. Ich bin hier gefangen. Glaub mir. Sie haben meinen Bruder. Damit rückst du jetzt raus, so? Ja, das hätte uns auch eher sagen können. Ich glaube, ich möchte ihn übergeben. Also erstmal möchte ich mich über ihn übergeben, Übergeben. Genau. Und dann sollen wir ihn Karl übergeben, weil das ist ja ein Mistsack. Ist absoluter Hurensohn. Also klar, ich meine, dieser Karl ist ja der ganz große Sektenchef da, gehe ich jetzt mal davon aus. Ist jetzt auch nicht gerade der Geilste, aber also Verrat ist hier Todesurteil.
Und vor allem jetzt kommt er an wegen seinem, oh nein, die haben einen Bruder, ich ja, muss Pech. Das machen. Das ist kein Grund. Du bist ein Komplize. Karl wird davon erfahren. Du Idiot. Du verstehst das nicht. Wenn du das machst, dann werden sie meinen Bruder töten. Das kann ich nicht zulassen. Tut mir leid, aber das hier ist einfach falsch. Du kannst nicht das Leben von Unschuldigen verspielen, nur um ihn wiederzubekommen. Es ist vorbei, Damien. Gut. Stirbt er halt hier auf der Stelle. Wir sind zu zweit. Weißt du Bescheid, ne? Gut. Gegrillt einfach nur. Oh, ich habe eine Fertigkeit wieder freigeschaltet. Das ist herrlich. Ja. Sie haben Rang 2 erreicht, indem Sie Ihre Parkour- und Kampfstufen erhöht haben. Oh, jetzt bist du auf Stufe 2. Oh. Überprüfen Sie das Tagebuch und Karte, neue Quests und Aktivitäten zu Ihrem Rang passen. Suchen Sie Waffen und Ausrüstung Rang 2. Ah, ja, okay. Das, was du auch schon mal vorgelesen hattest. Ja, genau. Jetzt kommen die richtigen Wurm. Schließen Sie Kampf- und Parkour-Fertigkeitsbäume ab, um Zugang zu Legenden-Upgrade freizuschalten. Genau, keine Ahnung, was das bedeutet. Also das wird uns auch noch ein bisschen zu schaffen machen, später. Springen Sie weiter. Ah ja, oh, weiterspringen ist gut. Gib mir das. Aber das Spielerrang 2, das stand schon länger da oben jetzt, auch bevor ich das bekommen habe hier. Okay. Aber die Leiste füllt sich halt nicht, wahrscheinlich jetzt erst oder so, keine Ahnung. Ja, je nachdem, du musst ja diese Skills freischalten, dann kriegst du das alles frei. So habe ich das verstanden. Ob das so richtig ist, keine Ahnung. Gut. Schön. Dann haben wir das auch. Dann haben wir das auch. Was gibt's denn da noch so Feines da auf der Tagesordnung? Ja, lass mich sehen, ins Tagebuch. Zur Aufwärts ist wieder markiert. Herausforderung, Verfallsdatum. Ach nee, das war nur nachts, glaube ich, ne, oder? Ja, genau. Dein Zug ist Stufe 2, aber oh gut, wir könnten natürlich jetzt mal gucken, ob wir die Prinzessin im Turm machen können. Das ist nachts. Weil das ist ja Stufe 1, aber also... Gut, klar, ja. Da sind wir vielleicht schon ein bisschen... Na gut, dann lass mal hin da. Erstmal. Und dann gucken wir mal. Zumal diese Nebenquest auch lila markiert ist bei mir irgendwie. Genau. Hat das was Besonderes? Heißt vielleicht einfach nur nachts. Das kann natürlich sein, ja. Weil ist ja der Mond und dann Nebenquest. Naja. Also gehe ich mal davon aus. Ja, das kann durchaus sein, ja. Lol. Macht er denn hier? Der hat hier gefressen und zwei Leute saßen daneben und dann muss ich gucken, was ich hier mache. Zu Tode getreten. Ein richtiger Freundeskreis. Ja, wirklich. Viele wären dir sicher von Nutzen. Ach so, ja, gut. Dann bis später. Brauch ich nicht. Ja gut, dann mal weiter hier, das Watt. Dann weiter hier mit dem Bums. Oh, die Waffe ist kaputt gegangen. Oh. So. Freund oder Feind? Freund. Ja. Oh. Du hast sie wieder geschlagen, oder? Nein.
Ach ne, Zombies. Zombieletten. Oh. Smartphone, okay. Hatte ich damit. Schön. Ja. Guti. Oh. Er wollte schon wieder springen. Hab's gesehen. Ja. Oh. Ach so, na, hier könnte man rein. Gehen wir auch rein. Das muss ich mal ausprobieren mit diesem rückwärts ran. Einfach F drücken dann. Das steht dann dran. Oh ja, tatsächlich. Nice. Ist sehr effektiv. Ja. Das stimmt. Und spart halt Haltbarkeit. Ne? Ja. Hier ist eine Kiste. Sehr schön. Perfekto. Ja, da ist aber noch was. Hier so ein Kühlschrank, ein schöner. Mm. Oh, hier so was. Harz war da drin, das ist schön. Vier? Ja, viermal. Gut. Ja, man muss doch mal fragen. Das stimmt. Hier ist auch eine Bude da drüben. Ja, sollen wir da auch durchhuschen oder was? Ah, hin da. Wie furchtlos wir einfach sind. Ja gut, mittlerweile ja. Obwohl die Level 2 sind. Aber knickknack. Knickknack, rüber ab. Ah ja. Gut, sehr gut. Hm? Ach so. Okay. Was denn, ist da noch jemand? Ja, da kam von draußen reingesprungen. Ach so. Aber nicht die Rede wert. Aber ja, das ist ja Quatsch. Lusche. Da bist du, okay. Hab ich gar nicht gesehen jetzt. Ja. Ja, oh, da kommen wir nicht weiter lang. Ja, aber Platz hier. Dann halt so. Sommer. Ja. So, okay, sind wir schon mal hier oben. Das ist schon mal fein. Ach, das ist bei dem. Ach, ja. Wo das ist ja noch ein gewesen. Ja. Oh, geil, hier gibt's noch Sachen. Loot. Aber Loot? Der Typ selbst ist weg, ne? Der ist weg, ja. Der hat sich verkrümelt. Oh. Okay. Sehr gut. Freund oder Feind? Freund, okay. Wo bist du? Ach, da drüben. Ja. Okay.
Aber ich komm. Sehr gut, sehr gut. Der hat mich Flachwichser hier drüben genannt. Oh. Arschloch jetzt auch noch. Ja, jetzt reicht's mir. Flachwichser, ja, aber kein Arschloch. Also, da gibt's eine große Klinge, Kollege Schmierschuh. Na, komm mal hoch. Ja. Dass ich in der Seite nur mir runterfüllen und schreien. Ach, dann hauen sie auf einmal ab, weißt du? Nein. Ah, gut. Der nicht. Aber der wollte. Guck an, wie sie abhauen! Kurz mal groß ausgeholt und dann war vorbei. Flachwichser, ey, ganz ehrlich. Oh Gott. Gott, oh Gott. Was ist sowas Undankbares hier? Echt? Moon. Kann man sich eigentlich was Härteres herstellen mit den Pilzen noch, was länger wirkt oder so? Nee, du hast ja bloß dieses Asthma-Spray, sag ich jetzt mal. Ja, ach so, okay, ja gut, dann haben wir da. Aber die, ich glaube, die kann man dann irgendwie aufrüsten auch noch, die Pilze? Ich weiß gerade gar nicht. Na, muss ich nochmal gucken nachher. So. Ach, jetzt kommst du auf einmal zurück und dann... Okay. Was bitte? Da kommen wir auf einmal wieder zurück, weißt du? Jetzt auf einmal ganz friedlich. Ja. Aber die hier noch mal kurz fertig machen oder was? Weil noch ist der Tag, dann können wir die Zeit ja noch nutzen hier. Ja, was? Behälter in der Nähe. Wenn wir die da unten noch mal kurz platt machen oder sowas? Wo ist er denn? Ach, da. Ja. Weil, wie gesagt, noch ist der Tag, da können wir ein bisschen XP sammeln. Ja, ich will aber ganz kurz mal gucken, weil hier ein Behälter ist irgendwo in der Nähe. Ja. Aber... 14, 15... Das ist bestimmt da drin irgendwo wieder in so einer... in so einem Laden oder was. Hm, na gut. Na gut, dann räumen wir es mal hier so ein bisschen auf. Ja, bitte. Du musst dich heilen, by the way. Oh ja, das stimmt. So, was ist hier los? Kommt ihr mal oder kommt ihr nicht? Ja, ich, oh, warte mal. Ich glaube, ich habe eine Idee. Ach so. Na, das war nicht die Idee. Ah, jetzt kommt sie auf einmal. Ah, ist okay. Lull. Jetzt kommt sie wieder von allen Ecken. Ja, die Schreie. Naja. Unten bleiben. So. Na, komm mal her zu mir. Kein Problem. So. Ich kick euch hier gegen diese Scheiße. Mhm. Das ist viel geiler. Oh Lord. Oh, na gut. Na gut, der liegt halt drauf. Gut. Wie sie alle hängen.
Ah, ich liebe das. Wenn man seine Sachen so schonen kann, finde ich das gut. Ja, durchaus. So, haben wir hier noch irgendwo was? Ja, Mülltonne. Ja, hier auch so noch drei Mülltonnen stehen hier rum. Kannst du durchsuchen? Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Ja, ja, Behälter weiß ich. Der ist halt hier draußen und dann rechts rum. Ja? Also, zeigt so an, jedenfalls. Ja, dunkle Höhle entdeckt. Ach, bei Critical ist das eine Flamme. Ja, ja, gut, klar. Ja, ja. Hier drin sein. In dieser Nachtaktion da. Das wird ja super. Gutes Ding. Oh. Lol. Hm? Rannt einer übers Dach. Ach da, ja. Hemmstoffbehälter erkannt. Ah, das ist hier. Ach ja, ich erinnere mich. Ja. Nein. Da meine Dark Zone bedrängen. Kommen Sie nachts wieder, wenn die Infizierten draußen auf der Straße sind. Okay. Müssen wir, weil sonst sind diese Nightcrawler oder wie auch immer die heißen, da diese Nachtviecher ja. Da. Dann lass uns noch ein bisschen hier rumschnetzeln und dann gleich wiederkommen, oder was? Ja. Aber wo sind sie denn? Geht auch. Nur gut. Haben wir noch irgendwo was hier? Was haben wir hier? Ja. Hier leuchtet was blau auf. Ja. Ach so. Na gut, dann machen wir hier nochmal. Na bitte. Okay, krass. Ja. Oh. Okay. Jo. Da kommen wieder welche aus ihren Löchern. Das können sie am besten. Ja, ich sehe schon. Naja. Na gut. Der war noch nicht ganz tot.
auch noch nicht sterben, so wirklich. Oh, da kommen sie aus ihren Löchern jetzt. Ach, jetzt auf einmal wieder, weißt du? Ah ja, ich sehe schon. Ja. Was habt ihr denn für ein Problem, ey? Da war der Kopf ab, das habe ich genau gesehen. Oh, da wird gebrutzelt. Das ist wie eine Sinfonie. Ein bisschen. Was mache ich? So, sauber. Okay. Erstmal knacken. Dann machen wir auf die Luke da. Ja, auf ist da Bums. Oh, da ist jemand drin. Und der versteckt sich vor uns wahrscheinlich. Da drin? So wie das aussieht. Ja. Oh. Oh. What? Ach so. Oh. Ach, sich helfen und dann so ein Scheiß hier dabei. Also das kann ich ja leiden, ey. Oh, deine Energie, pass auf. Hast du das gesehen? Nee, gerade nicht. Das war ja saugeil. Das habe ich leid. Alter, was ist denn hier passiert bei dem? Ja, das war ich. Entschuldigung. Nun. Das war dieser Dropkick, den ich machen kann. Ah, okay. Also auf den Rücken eines taumelnden Gegners springen und dann... Ach ja, die... Ja, ja. Das... Ja, das war... Das ist super. Ja, das ist vielleicht doch... Vielleicht Sinn, weil das zu lernen, aber bin ich irgendwie zu blöd. Ja, das... Wenn man es erstmal raus hat, dann geht das eigentlich. Ja, gut. Timing, ne? Ach, da kriege ich schon wieder ein Déjà-vu, wenn ich Timing höre. Timing, Dave. Ach. Das ist eine Stadt in Hongkong. Eine Stadt in Japan. Hongkong ist ja eine Stadt. Gibt's eine, die heißt Timing? Okay. Und wie heißt der Nachbar? Heizung? Ja. Genau. Gibt doch einen japanischen Sexminister. Weißt du, wie der heißt? Hyping? Nee. Ach so. Swing dein Ding. Boah, ich fühle okay. Fühl mich gerade so ein bisschen. Weiß ich nicht. Da liegt noch Sachen drauf hier. Hier müsst ihr entschuldigen. Also, so wird mir das immer noch angezeigt hier. Bei mir auch. Heute? Ich weiß es doch nicht. Egal, wir haben sie geholt. Oh. Ich höre nur da drin brechende Knochen. Ja, muss ja schnell und leise. Das stimmt. Aber wie sind denn hier? Ah, okay, die ist schon. So, das genommen, das genommen. Okay.
Okay, suchen. Sehr gut. Suchen. Suchen. Ach so, du bist oben auf dem Dach, okay. Ich bin hier oben, ja. Ich mal heilen. Dachte schon. Oh geil, jetzt kann ich endlich sehen, dass meine Energieleiste oben, die Gesundheitsleiste, ja, doch schon am Steigen ist. Das ist. Die wird jetzt sehr schön. Immer länger und länger, bis sie explodiert. Wieso gehst du? Was? Was? Das ist das falsche Gerät, Junge, für Holz. Das ist dir aber schon bewusst, oder? Na gut, muss er wissen. Muss er wissen. Hier drüben schneidet einer. Ihr habt aber auch ein komisches Leben. Was macht ihr? Schneidest du Wurzeln? Ne, Kartoffeln. Na gut. Ja, gut. Ja. Oh, lol. Lass doch mal die Leute in Ruhe. Nein, lass ich nicht. Zum Glück gibt's kein Moralsystem. Hoffe ich. Ja. Weil sonst wärst du am Arsch. Oh, das tut mir leid. Nein, eigentlich nicht. Ja, Moralsystem wäre kritisch, aber das, da bin ich ja. Das ist ja kein Problem dann. Ach so, klar, ja. Mir gefällt das absolut nicht. Ich bin vom Dach gefallen. Oh, sehe ich. Warum? Die Kante war zu kantig. Oh lol, der Zombie fiel genauso wie der Typ, der von der Titanic gesprungen ist, der auf der Schraube gelandet ist. Au. So, ja, genau. Sammeln. Ja, oh, Loot. Komisch. Okay. Ja, war ein bisschen zu kantig, die Kante. Ja, das ist okay. Kommt auch hier nirgendwo immer hoch. Ist aber auch... Gut, du hast ja Weitsprung drin, ne? Ich hab Weitsprung drin, ja. Ja, ich nicht. Das glaube ich, aber nicht unbedingt so viel weiter. Also schon ein bisschen. Es hat gerade eben gereicht. Ja. Deswegen soll ich vielleicht nicht dir hinterher rennen, mir einen engen Weg suchen. Ach so, ich wollte was fragen eigentlich. Was hast du Oh. Er kann nichts mehr sagen. Komisch. Verstehe ich gar nicht. Nee, ich auch nicht. Oh. Ah. Oh. Aber es ist noch nicht Nacht. Nee, hier ist auch noch nichts los. Also. Ach so. Aber umgucken kann man sich ja schon mal, du Scheiße. Das müssen wir echt nachts machen. Oh ja, ich sehe unten die Truhe. Ja. Im Behälter. Ja nun. Auf jeden Fall höre ich was hier drinnen schnaufen, wie sonst was. Ja, da ist dieser Nacht-Tiny da. Ja. Und den will ich jetzt nicht gerade... Wenn das nachts ist, dann kann man gerne herein. Dann müssen wir uns nur den Weg hier merken. Ja. Beziehungsweise wissen, wo das dann ist.
Na klar. Aua, was ist denn? Aua, ich werde nicht geschubst. Hä? Ich sehe niemanden. Wie, du siehst niemanden? Eins, zwei, drei, vier. Ja, nein, dass du geschubst wirst. Ach so. Ich würde sagen, du siehst also. Lass das mal. Das ist mega effektiv. Ja, durchaus. Pass auf, also, okay. Ja. Ja. Wo kommt die auf einmal alle her? Also. Kurz Radau machen, die kommen von allen Seiten. Das ist krass. Die kommen aus diesen Schächten unten. Ja, ja. Ja. Also man merkt, Einhand ist bei mir sehr effektiv. Das mag ich tatsächlich. Weil Zweihand ist schön und gut, das haut rein, aber das Problem ist halt bei Zweihand die Ausdauer. Mhm. Da will ich dann doch lieber schnelle, nicht so kraftvolle Schläge haben. Ja. Weil ja, es ist schon ein bisschen effektiver auf jeden Fall. Ja, weil die dann ja so ein bisschen wegtaumeln da. Ja. Lol. Die war noch am Leben. Die dumme Sade. So, ist gleich 19 Uhr. Ja. Geh los. Party. Obwohl, sollen wir kurz einen Break machen? Das ist da nicht wahr. Ja, oben hier im Quest-Anfangsbereich, sag ich jetzt mal. Ja. Oh ja, gut, ja gut. Timer läuft. Bleib mal hier stehen. So. Ja. So, dann Leute, bis gleich. Wir starten genau hier. Und nicht anders. Tschüss.